Da drin soll er sein. Ui, ui, ja, Silber, Leute. So, Leute, ich habe jetzt noch eine Münze gefunden. Aus dem Dritten Reich. So, Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht's wieder los mit der Schatzsuche, mit dem Sondeln. Ja, wir sind wieder an derselben Stelle unterwegs, an dieser, ja, Pferde Ranch. Hoffe natürlich, dass heute weiterhin gute Funde kommen. Die letzte Male war wirklich schon sehr, sehr, sehr gut. Ja, dieses Fundbild, das lässt auch auf jeden Fall darauf schließen, dass wir hier noch mehr finden und auch sehr, sehr schöne Funde machen werden. Da bin ich mir ganz sicher. Ich würde sagen, nicht so viel quatschen. Auf geht's und bis zum ersten Fund und Signal. So, Leute, geht mal wieder los. Ich freue mich. So, dann wollen wir mal. Oh. Das ist ein Ding. Das ist ja geil. Der erste Fund ist im Maulwurfshügel drin. Der wurde nach oben geholt, der Fund. So, hier soll er sein. Aber ist nur irgendwie ein Fragmentteil. Schauen wir einfach mal weiter. Auf geht's. So, nächster. So, hier soll er sein. Eine Unterlegscheibe. Okay. Na gut. Bis zum nächsten. Ja, Freunde, es geht wieder los. Wieder schön weitersuchen. Beste Hobby der Welt, ist einfach so. Meine Güte, ich habe wieder schon so viel zu erzählen nebenbei, das ist unglaublich. Die Leute, die ticken nicht mehr ganz sauber, ich sag es euch. Besonders so andere YouTuber, in Anführungsstrichen, wisst ihr, die auch jetzt damit anfangen, Videos zu machen. Und die versuchen wirklich mit allen Mitteln irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Es ist so schlimm. Weißt du, da schreibst du irgendwo einen Kommentar hin und er hält sich dann so gesehen mit dem anderen, ne? Der antwortet dann darauf und reagiert. Und was ist? Dann kommt da einer um die Ecke und schreibt da echt noch einen Kommentar und fängt einfach mal an, hart zu beleidigen, ne? Und es ist so unmöglich, ey. Ich weiß gar nicht, was den Leuten einfällt. Echt. Ich hoffe einfach, dass dann besonders genau bei solchen Leuten dann die Zuschauer recht schnell merken, was da eigentlich für ein falsches Spiel immer gespielt wird. Und ich werde auch echt sowas immer wieder mal erzählen, aber keine Namen nennen, ne? Denn da habe ich so mittlerweile keinen Bock mehr drauf. Dass die Leute echt denken, wir haben hier eine Patronenhülse, den Rest davon, dass sie dadurch jetzt irgendwie Aufmerksamkeit bekommen, ne? Durch irgendwie so ein Minusverhalten. Da hat man echt keinen Bock mehr drauf. Schämt euch dafür, Mann. Schämt euch für euer falsches Verhalten, für dieses Zwischenmenschliche. Das ist unglaublich. Und wenn dir wenn den Leuten, ne, die sich dann beschweren, deine Videos und du hast nur, was war der Vorwurf? Dein YouTube-Kanal ist ja nur so gewachsen aufgrund deines Hundes. Ne, also ich habe das jetzt mal korrekt formuliert, weil seine Ausdrucksweise war natürlich jetzt nicht so die beste. Also, ganz ehrlich, Emily ist wirklich eine wunderbare Begleitung. Sie ist ein wunderschöner Hund und sie hat sicherlich sehr gut hier immer unterhalten und sie ist auch weiterhin dabei. Aber so eine dumme Argumente, ganz ehrlich, wenn dir was nicht passt oder wenn einem die Videos nicht passen, dann soll man es doch einfach lassen und das war's, ne? Leute, lasst uns euch nicht die Zeit verschwenden mit irgendwelchen Minusmenschen. Wir machen hier unser Hobby. Die Funde, die kommen so wie sie kommen, das ist einfach die Realität. Wenigstens zeige ich sie euch. Nicht so wie viele andere, die einfach nur fake sind, Mann. Das ist unglaublich. Aber wisst ihr was? Genießt dieses wunderschöne Wetter, diese Atmosphäre. Das ist so toll. Abschalten, ein bisschen entspannen und dann gucken wir mal, was jetzt noch kommt. Also bis zum nächsten Signal. Boah, da sag ich's und dann ist er schon wieder da. Mit 92. Wir gehen jetzt bis zum Sonnenuntergang. Gehen wir jetzt eine Runde. Dann werde ich ein Paket verschicken, weil heute jemand, oder beziehungsweise gestern, einen Detektor bestellt hat. Schöne Grüße gehen auf jeden Fall raus. Viel Spaß mit deinem Simplex. Und der war für seinen Sohn richtig süß. Freue ich mich jetzt schon einfach drüber, dass ich da helfen konnte, dass er jetzt mit seinem Sohn zusammen das Hobby ausführen kann. Das ist echt toll. Und ich freue mich über eine Rückmeldung. Und bin mal gespannt, was er zu seiner Gratis-Fundtasche sagt. So, da haben wir den nächsten Fund. Ich höre es schon. Mal gucken. Da ist es. Oh. Und
ein Ring. Guck mal, das ist nur ein Ring. Ein Ring, Eisenring. Nichts Wildes, aber es ist ein Fund. Der ist mit dabei. Besser als ganz viel Aluschrott. Und Hauptsache, man kommt raus. Und mal schauen, was einfach kommt. Man sollte sich überraschen lassen. Manchmal gehört auch einfach Glück dazu. Und weiter. Nächster, um die 30, 38. Wir mal schauen, das wird er sein. Da ist er. Knackt ordentlich. Bin mal gespannt. Da. Alu. Ein Alu-Schnipsel. Aber das ist ja immer so eine Sache für sich. Manche, die holen da nochmal was Gutes raus bei dem Leitwert. Das kann nicht immer hundertprozentig jetzt was sein. Muss man halt so ein bisschen für sich selber schauen. Aber okay, bis zum nächsten. Nächster. 72. Da. Ich sehe schon was. Ein Pull-Tab. Schade, ist nicht der beste Fund. Aber gehört dazu. So, weiter. So, jetzt haben wir auch gleich schon Sonnenuntergang. Aber ein Zwei nehmen wir noch schnell mit. Um die 50. Hier soll er sein. Da versteckt er sich. Da drin soll er sein. Oh, was haben wir da? Das sieht hübsch aus. Leichten Beschlag von irgendwas. Interessant. Okay, weiter. So, ich kriege hier ein Signal mit 98 rein. Sehr, sehr schwach. 77. Wird klarer. Könnte natürlich auch ein Hufeisen sein, was echt tief ist. Okay. Koksgestein. So, nächster. Zack, zack, zack. Und weiter. So. Wir schauen einfach mal. In der Hand soll ich ihn haben und ich habe ihn auch in der Hand. Ist aber nur ein Fragment von dem Knopf. Die Hälfte auf jeden Fall. Vielleicht liegt da noch das zweite Element. Mal schauen. Nee, das soll es gewesen sein. Okay, interessant. Nun gut, wir schauen weiter. Oh, Mann, 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 ey. Es geht weiter. Heute einen schönen Tag gehabt, bisschen Schießtraining und so weiter. Guten Arbeitstag. Jetzt noch mal kurz zum Abschluss ein bisschen suchen gehen. Jo, also kann mich nicht beklagen. Wir planen jetzt gerade wieder ein bisschen Urlaub, weil es soll nach Polen gehen. Da muss ja auch mal diesmal ein bisschen geguckt werden. Ich habe noch mal meine Genehmigung für Polen erneuern lassen. Und nun heißt es dann, wieder in Polen suchen gehen. Bisschen Urlaub. Ich werde euch da mitnehmen. Wir machen da so einen kleinen Urlaubsblock draus. Wer Lust hat, hat Lust, kann zugucken. Und wer nicht, dann wer nicht. Ne? Also ist einfach so. So, da haben wir die nächsten Leute um die 80. Schauen wir mal, wa? Vielleicht haben wir heute ja wieder ein bisschen Glück. Ich bewege mich nämlich gerade ein bisschen von der Stelle weg. So, da soll er sein. Schön kräftig mit 86. Ich würde jetzt sagen, das ist eine Musketenkugel oder eine Münze. Ist draußen. Ah, nee. Nix von beiden. Das ist so ein Haken. Ein Karabiner. Ah, nicht Karabiner. Ja, einfach ein Haken. Okay. Kann man auch mal finden, ne? Das verliert man auch gerne. Okay, weiter. So, nächster. Oh, ich habe ihn schon direkt draußen. Also mal gucken. Ich habe ihn in der Hand. Und jetzt nicht mehr. Wir haben hier einen Knopf gefunden. Da könnt ihr es vielleicht so ein bisschen erkennen von der Zeltbahn. Okay, gut. So Leute, wir müssen jetzt Gas geben. Ist gleich dunkel. Ah, ja, ich habe zwar die Stirnlampe dabei, aber ich wollte ganz gerne darauf verzichten, jetzt immer zurückzugehen. Ich habe ihn da schon irgendwie. Doch. Da, ich habe auch schon was gesehen. Ich bin der Meinung, dass ich was Rundes gesehen habe. Oh ja, da bist du. Aber es ist nicht rund. Ui.
Ui, ja, Silber, Leute. Das wird Silber sein. Oder Arsenbronze. Hier könnt ihr es so leicht erkennen. Das ist auch älter. Ah, ich würde sagen, das ist Arsenbronze. Aber das sieht cool aus. Da müssen wir mal schauen. Das sieht interessant aus. Cool. Mal schauen, ob wir den Rest davon finden. Das war was Größeres. Das ist interessant. Ich mag sowas. Okay, weiter. Zack. Da ist er. Da schön an der Seite. So, und ich sehe es schon. Ganz leicht. Ihr vielleicht auch. Wir haben es hier. Ja, verrostet. Das ist der Eisenton gewesen, weil auch Eisen mit dabei ist. Dann haben wir aber eine Schraube mit einer Mutter oben dran. Und dadurch resultiert dieses Ergebnis. Aber okay, da haben wir auch mal wieder was mit dabei. Ich bin ja, wie man sehen kann, jetzt ein bisschen weiter hinten. Bewege mich dann irgendwann auch mal im Laufe der Zeit wieder in diese Richtung. Und ja, man merkt, dass auf jeden Fall jetzt die Funde so ein bisschen weniger werden. Ich muss also wieder in die Nähe von diesem alten Bauernhof, Pferdehof, wie auch immer. Mal schauen, ne? So, was haben wir hier den nächsten? Zack. Was ist das? Ja, irgendwie hier. Was soll es so sein? Kleine Aluschnipsel. Bei sowas muss man immer aufpassen, bei so kleinen Aluschnipseln. Manchmal erkennst du da doch noch mal irgendwie was drauf und dann war das dann da vielleicht doch ein Teil von der Münze oder ein Fragment von der Münze. Da muss man immer so ein bisschen hinschauen. Nicht sofort blenden lassen. Es geht weiter. Na, ein Knopf. Ah, okay. Nichts Wildes. Schade. Ah, da haben wir dich. Eine Musketenkugel, Leute. Oben noch mit dem Stift dran. Erkennt man wahrscheinlich jetzt nicht mehr so gut, aber deswegen kommen wir auch bald zum Ende. Eine Musketenkugel, super. Da ist er. Ein Knopf. So, Leute, ich denke, ihr erkennt nicht mehr viel. Es wird echt dunkel. Deswegen hören wir jetzt auf. Ich komme zum Ende. Noch schnell zumachen und dann geht's Richtung Auto. So, Leute, ich habe jetzt noch eine Münze gefunden. Ich kann nicht viel erkennen. Ich schätze, es ist ein Reichspfennig aus dem Dritten Reich. Ich kann ganz leicht das Hakenkreuz erkennen und den Adler. Auf jeden Fall, Adolf ist vertreten. Und ja, ein Reichspfennig. Gut, blende ich ein. Und dann wird es jetzt langsam wirklich dunkel. So, Leute, dunkel, ey. Wahnsinn. So, und plötzlich ist das Video vorbei. Es tut mir leid, aber ich habe einfach vergessen, dass der Akku fast leer war. Ist aber jetzt auch wirklich das allerletzte Mal passiert. Auf jeden Fall habe ich jetzt eingestellt, dass ich endlich jetzt mal ein Signal bekomme, wenn die GoPro ausgeht. Also, letzte Mal gewesen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Jetzt zum Schluss, wirklich auf dem Weg zurück zum Auto, habe ich noch so einen geilen Fund gemacht. Es ist wirklich kein Spaß. Ich schwöre es euch. Und zwar diesen hier. Da könnt ihr es schon ganz leicht erkennen. Sieht auf dem ersten Blick erstmal sehr unscheinbar aus, aber ich blende es euch jetzt hier auch nochmal ein. Und zwar handelt es sich hierbei um eine alte Buchschließe. Das ist ein super, super geiler Fund, das muss man einfach mal so sagen. Für mich generell, weil ich so eine lange Durststrecke hatte, ist das wirklich jetzt ja, einfach nur top. Die Funde, die werden besser und ich kann euch versprechen, da kommt noch einiges mehr. Hier habt ihr auf jeden Fall nochmal die Buchschließe aus der Nähe. Ja, ein wunderschöner Fund. Auf der Rückseite kann man sogar noch so diese ja, handgearbeiteten Einkerbungen erkennen. Man erkennt einfach mit der Zeit einfach recht schnell, ob etwas alt ist oder nicht. Ja, und bei diesem Fund, da kann man es auf jeden Fall sehr, sehr schön erkennen. Diese grüne Patina, diese Einkerbungen. Auch wenn es jetzt natürlich nicht live war, was ein bisschen schade ist, habt ihr den Fund jetzt hier nochmal gesehen. Ich muss es euch natürlich zeigen, finde ich. Ich bin da sehr, sehr stolz drauf und ich würde sagen, das kann sich sehen lassen. Also ich habe diesen Fund jetzt auch schon den Archäologen mal ja, gezeigt. Die haben auch schon gesagt und vermutet, ja, wird wohl eine Buchschließe sein. Ja, wirklich, wirklich toll. Das freut mich. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wer noch nicht abonniert hat, kann das gerne jetzt tun. Und dann geht es ja wie jede Woche mit einem
neuen Video dann natürlich los. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Ich würde mich natürlich über ein Like freuen. Muss man nicht machen, aber wer darauf Bock hat, kann gerne einen Daumen nach oben geben. Also, bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut und ich würde sagen, halt die Ohren steif.